Jason. And a long jump to the inside. Here we go, Marcus. They are both done. Lewin Jones is going to win here. So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen hier am dritten Advent, am Sonntag.
20 Uhr Sofa Racer. Liga B in der Gruppe 3 sind heute mit ihrem ersten Rennen am Start. Und zwar wird gefahren auf Kyoto Yamagiba 2. Das ist die etwas kürzere Variante von der Kyoto Rennstrecke. Und ich gehe mit euch mal über die Fahrer, über die Teams. Und da ist das erste Team, das Team Kotzbär TV Austrian Kotzbär. Und die sind mit dem Hyundai Genesis unterwegs. Und zu denen gehören die Fahrer Bob Vini, der Bramburi und der Minibus. Dann haben wir das zweite Team, DP Motorsport. Die sind unterwegs mit dem Mercedes AMG. Und die Fahrer sind der Kai, der DPM KC 1900 FVL, dann der DPM Obi-Wan Kenobi, dann der DPM Co 6 und der dritte ist der Libre. So, das dritte Team, wo sie angemeldet haben, sind die HRM Petrol Junkies. Die fahren ebenfalls hier mit dem Mercedes AMG. Und zu die Petrol Junkies gehören der HM Spider, dann der Doofknecht, TOF, also Toffknecht. Wir sagen mal Knecht. Ich hoffe, ich spreche die Fahrer auch richtig aus. Entschuldigt bitte, wenn ich den einen oder anderen vielleicht doch falsch ausspreche. So, das vierte Team sind die HM Jagdmeister mit dem Aston Martin Vantage. Und für die fahren der Magic Mike und der Plattenprinz, den wir hier gerade im Bild sehen, mit dem Aston Martin. So, das fünfte Team ist die Hotlap Academy, ebenfalls mit dem Aston Martin unterwegs. Und zu denen gehören der Charlie 59, der Thorsten Thor Odinson, der Benny 149. Und das sechste Team sind Nürburgring Racing mit dem Nissan KTR. Und das sind die Fahrer der 99er, der Skyline. Dann der Gravitz Bike. Die zwei Fahrer sind für Nürburgring Racing unterwegs. Wie gesagt, die fahren mit dem Nissan GTR. Und das letzte Team ist TTW Racing mit dem Aston Martin Vantage. Und zu denen gehören die Fahrer der Lacris, der Hash, der Mac Van Damme und Racer Engel. Kennen wir aus der letzten Saison die Fahrer schon. Neue Fahrer, Minibus und Bob Vini, Magic Mike sind so die neuen Fahrer in der Saison. Und wir hoffen natürlich, dass ihr hier alle Spaß habt beim Rennen. Und wir haben nur ein Rennen vor der Winterpause. Gruppe 4 war letzte Woche dran. Diese Woche natürlich die Gruppe 3 am Start. So, und dann gehen wir mal rüber ins Live-Bild, in die Live-Szene. Und dann stellen wir euch die Fahrer mal so vor. Da bin ich. Servus. So, jetzt hoffen wir mal, dass das hier alles so wieder funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Jawohl. So, da haben wir als erstes den Plattenprinz mit dem Aston Martin Vantage. Als zweiter ist hier der Minibus mit dem Hyundai. Dann haben wir im Aston Martin von DTW Racing hier den Hedge im Aston Martin. Dann der Kollege von Minibus, der Bob Vini, auch mit dem Hyundai. Dann Magic Mike im Aston Martin. Dann der X-Doof Knecht. Wir sagen einfach Knecht, der HM Knecht. Hier im Mercedes unterwegs. Dann der Obi-Wan Kenobi. Ebenfalls mit dem Mercedes unterwegs. Dann haben wir hier den KC, auch Mercedes. Dann Bazooka, auch im Mercedes unterwegs. Dann der Thor Odinson, der Thorsten, Aston Martin. Wie gesagt, Minibus haben wir gerade gesehen. Ja, der Lacris, ebenfalls Aston Martin. Und der Charlie, Aston Martin. So, jetzt haben wir die Fahrer durchgegangen. Und um 20 Uhr, jetzt jeden Moment, müsste natürlich auch das Qualifying starten. Und danach, ihr wisst es wieder, ein Rennen. Und nochmal hier kurz gucken, wie man die
Distanz auf dem Rennkalender. Das Rennen geht über 40 Runden. Werden heute gedreht hier auf Kyoto Yamagiwa 2. Drehen natürlich noch hier ein paar Aufwärmrunden die Fahrer, bevor es hier in das Qualifying startet. Gehen wir mal hier wieder auf die normale Kameraansicht. Magic Mike. Diese Kurvenkombination, wo jetzt kommt, die kann man hier voll fahren. Auf die Startzielgeraden. Ja, eine Runde im Cockpit mit beim Magic Mike. Okay, das Qualifying hat gestartet. Und somit konzentrieren wir uns jetzt natürlich hier auf das Qualifying. Der Hedge ist hier gleich der erste, wo hier rausgeht. Auf die schnelle Runde. Natürlich, wie gesagt, erstmal die Boxenrunde. Und dann schauen wir, wer hier sich in welche Startposition bringen kann. Nachdem wir heute auch ein spannendes Finale in der Formel 1 hatten. Ich denke mal, dass wir hier die Fahrer auch spannendes Rennen uns zeigen werden. Steht noch an der Box. Jetzt sind wir alle rausgegangen. Mit Ansicht nehmen vom Hedge. Jetzt seht ihr, dass er die Kombination hier eigentlich voll fährt. Wir haben mit Vollgas gefahren, 250 durch diese Kurvenkombi ohne Probleme möglich. Und der Skyliner ist natürlich jetzt auch mit am Start von Nürburgring Racing. Und jetzt geht es auf die erste gezeitete Runde über den Hedge. Mal kurz durch, jetzt fährt der Hedge hier gleich über die Linie, da noch nicht ganz. Nochmal die Kurvenkombi hier. Kam ein bisschen weit raus. Das hat natürlich Zeit gekostet. Aber er setzt hier die erste Zeitmarke mit einer 1:31.
Magic Mike natürlich gleich verbessert. 1,31, 1,41. Lakris 1,32. Odinson 1,32. Bob Vini ebenfalls eine 1,32. Der KC mit einer 1,34. Spider 1,37. Bazooka kommt jetzt über die Ziellinie. Geht gleich mal auf die 4 mit einer 1,31. Oh, den Charlie. Charlie. 1,34. Dann der Spider 1,37. Wollen wir schauen, was der Menia Bass hier auf den Asphalt legen kann. Sechster mit einer 1,31. 9. 8,6. Aber den Skyliner von Neverbrook Racing. Ja, im Nissan. Unterwegs. Einer der Charlie. KC, boah, KC hat hier einen Abflug, schmeißt die Karre hier an die Bande, holt sich einen Motorschaden. Und der Vidi Spike, Servus, grüße dich. Und er feuert hier den Skyliner an. Und erneut schnellste Runde hier vom Magic Mike. Vom HM Rennstall. Und zwar eine 1,30,561 holt er sich hier. Qualifying geht 15 Minuten. Ihr wisst es. Ist noch alles drin. Ah, du hättest mitfahren sollen als Teamkollege vom Skyliner. Okay. Ja, ich hatte heute auch schon Internetprobleme gehabt. Aber bei mir geht's zum Glück jetzt wieder. Und RO2 Orion, Servus, grüße dich. Und der feuert hier natürlich die Jungs von HLG an. Schön, dass du reinschaust. Auf der 2. Schauen wir nochmal, der Mike sich hier nochmal verbessern kann. Nee, der Vater. Da ist er langsamer gefahren. Plattenprinz auf der 2. Mal schauen. Ah, es kann sich auch nicht verbessern. Deine schnellste eine 1,33. Dann der Hedge. 1,31, 3,77. Seine schnellste Runde. Der Bob Vini. 1,31, 6,06. Okay, alles klar. Spike. Wissen wir Bescheid. Schade, dass du nicht mitfahren kannst. Aber vielleicht schaffst du es ja noch bis zum Rennstart, dass du vielleicht doch noch irgendwie reinkommen kannst. Und Bazooka hier auf Abwägen. Hier wieder viel Mühe gegeben mit den Lackierungen für ihre Fahrzeuge, auch in der Gruppe 3, wie schon zuvor letzte Woche in der Gruppe 4. Ja, die Lackkreationen von den Fahrern sind einfach immer schön anzusehen. Mhm.
Chris seine schnellste Runde, eine 1:31.663. Echt. 1:31.802, momentan 7. Platz für ihn. Minja Bass auf der 8. Schnellste Runde 1:31.896. Sagt hier in der Kurvenkombi wird es sicherlich interessant werden beim Rennen. Thorsten Thor Odinson geht an die Box. Da haben wir noch den Spider. Momentan Platz 10 im Qualifying. Leichten Schaden hinten am Fahrzeug. Aber gehen nochmal in die Box. Letzten 6 Minuten laufen. Natürlich, ihr wisst es, wer vor Ablauf der Zeit noch über den Ziel kommt, darf die Runde noch zu Ende fahren. Schnellster nach wie vor Magic Mike mit einer 1:30.561. Da haben wir den Kai, den KC von DP Motorsport. Versucht jetzt natürlich auch nochmal hier einige Zeit in der Runde hinzulegen. Jetzt geht er auf seine schnelle Runde. Bleiben wir doch mal beim Ei auf dem Bild. Fahren mit ihm mal die Runde hier mit. Hier durch die schnelle Kurvenkombination der Kyoto-Rennstrecke. Wir schauen, wo die Uhr stehen bleibt beim KC, in welchem Platz er sich hier einfahren kann. Ah, hat sich auf den 9. Platz verbessert. 1:32.399. Wir schauen noch mal. Wir haben noch 3 Minuten. Magic Mike nach wie vor 1:30.561, absolute Bestzeit hier gefahren. Minja Bass hat eine 1:30.938. Hat sich auf die 2 vorgeschoben, hat den Plattenprinz auf den 3. Platz verwiesen. Plattenprinz versucht natürlich auch nochmal hier eine schnelle Runde hinzustellen, um vielleicht wieder dem Teamkollegen vorzurücken oder vielleicht sogar vor dem Teamkollegen sich zu platzieren. Vor dem Mike. Und da ist er. Hat er sich den 2. Platz zurückgeholt. Hinterm Teamkollegen mit einer 1:30.756. Ja, Minja Bass ist 182 Hundertstel dahinter. 182 Zehntel besser gesagt. Und dann der 3. der Hedge auf der 4. Auch nicht weit weg. Und auch der 5. Urbini auch nur 3 Zehntel dahinter auf Platz 5.
dann ist es richtig knapp. Das sind 9000stel hier für den Bovini. 0,009 Rückstand. Der Bazooka auf den Bovini. Ja, aber also das war richtig knapp zwischen den beiden. La Gris. Momentan Platz 7. Aber ihr seht, die sind hier alle dicht an dicht zusammen. Da gibt es keine großen Abstände. Alle hier im Zehntelbereich. Halbe Sekunde. Aber sonst sind sie alle sehr dicht beisammen. Das wird ein spannendes Rennen. Eine spannende Saison. Fahrer scheinen hier alle auf dem gleichen Leistungslevel zu sein. Oder relativ gleichen Leistungslevel zu sein. Ich bin gespannt, wer hier nicht am Ende des Tages den Sieg mit nach Hause nehmen kann. Mike versucht jetzt noch mal einen draufzusetzen. Purple hier im ersten Sektor. Zeit ist abgelaufen vom Qualifying. Die Runden dürfen natürlich noch zu Ende gefahren werden. Und dann werden wir sehen, wer sich auf welchem Platz positioniert hat nach diesem Qualifying. Und Qualifying, das habe ich vergessen einzuholen. Qualifying ist jetzt natürlich zu Ende. Wir bleiben auf Mike, ob er hier noch mal einen draufsetzen kann. Aber er hat die schnellste Runde. Ist auch der letzte Fahrer, wo dann hier über die Ziellinie geht. Plattenprinz, guten Abend, Swissraser. Grüße dich und auch Glückwunsch zu deinem Platz vorher in eurem Rennen. So, Magic Mike hat nochmal einen draufgesetzt mit einer 1:30.243 und somit steht hier das Ergebnis fest nach dem Qualifying. Magic Mike startet hier von der 1 vor seinem Teamkollegen, dem Plattenprinz. Auf der 3 der Menya Bass im Hyundai. Auf der 4 startet der Hedge, auf der 5 der Bob Vini, auf der 6 startet der Bazooka von DP Motorsport, auf der 7 der Lacris, auf der 8 der Knecht, auf der 9 startet der Thorsten, auf der 10 startet der Spider, auf 11 der Kai KC, auf der 12 der Obi-Wan Kenobi, auf der 13 startet der Charlie und auf der 14 der Skyliner. So. Und das Finale hat begonnen. Und dann wünschen wir natürlich hier allen Fahrern viel Glück. Und denkt dran, das Rennen gewinnt man nicht in der ersten Kurve, sondern am Ende. Ja, es tut mir leid, aber wie gesagt, ich hatte kein Internet, hat gestreikt und ich habe es doch so gut wie möglich versucht, euren Stream hier noch mit den Zuschauern auf den Weg zu geben und die Bilder. Hab mein Bestes getan, wie immer. Ja. So, jetzt konzentrieren wir uns ja auf den Start von den Souverräsern. Erstes Rennen, Gruppe 3, Liga B. Und der Staffelender Magic Mike startet hier gleich mit einem Raketenstart. So, auf der 1. Plattenprinz versucht jetzt natürlich den Kollegen schon zu attackieren. Beide gehen hier zuerst in die Kurve. Mike hat die Nase vorne, Plattenprinz dahinter und der Hedge hängt auch schon hier hinten am Getriebe. Und Bazooka auf der 4. Versucht natürlich auch schon am Hedge vorbeizugehen. Dann haben wir den Knecht
auf der 5, Lacris auf der 6. Dann der Thorsten auf der 7. Der Kai, der KC auf der 8. Bob Vini vor seinem Kollegen Menja Bass auf der 9, Menja Bass auf der 10. Und Spider ist hier auch schon hinten dran. Alle noch wie an der Perlenschnur hier zusammen. Dann der Obi, Jan Kenobi auf der 12. Skyliner auf der 13. Der aerodynamische Heimwischer am Start. Und der Charlie auf der 14. So, wir gehen hier nochmal kurz da, um diesen Kamerabug zu umgehen. Und sind ja hier auf dem Live-Bild. So, wir hoffen natürlich erstmal nichts verpassen hier. Magic Mike nach wie vor auf der 1 vor Plattenprinz. Ein Lacris sehr weit rausgekommen. Edge auf der 3. Bazooka auf der 4. Der Knecht. Mercedes hier auf der 5. Odinson auf 7 versucht jetzt hier natürlich schon am Knecht vorbeizugehen. Auch Bob Vini versucht sich hier natürlich. Und der KC ist ein bisschen weit rausgekommen. Aber hat den Menja Bass noch hinter sich. KC jetzt auf Pürbel. Und da kommt Menja Bass innen und geht hier am Mercedes vorbei. Da gab es kleine Berührungen zwischen Kai und Bob Vini. Aber Bob Vini. Alles gut, Racing, das gehört dazu. Bisschen anlehnen. Ah, da dreht er sich weg. Ei, schlag nicht ein. Gut abgefangen, sehr gut abgefangen vom Kai. Diesmal ist das Fahrzeug gut unter Kontrolle gebracht wieder. Respekt. So, jetzt klappt das wieder auch wieder mit der Wiederholung, was heute Mittag nicht funktioniert hat. Hier seht ihr es nochmal. Da dreht er sich, aber kann sein Fahrzeug hier ohne Schaden, ohne Einschlag abfangen, kommt hier auf die Strecke zurück. Respekt. Das weiter auf der 12. Geilein. Oh, gelbe Flagge. Jetzt ist was passiert. Da müssen wir gucken. Wer hat sich da gedreht? Das war der Hedge. Eieiei, mit Motorschaden. Ei, da wird er sich ärgern. Da werden wir noch mal reingucken, aber zum Glück hier vor der Boxengasse, wo ist der Weg nicht ganz so weit. Wir schauen, was dem Hedge hier passiert ist. Ist hier neben Bazooka auf der 2. Ah, kommt hier auf den Curb, schlägt dann Ei in die Bande rein. Zum Glück war das hier am Boxeneingang mit dem Motorschaden, so muss er nicht weit fahren. Gleich mit dem Fahrzeug in die Box. Ah, das wird ihn auch nötig, das merkt man, das kostet jede Menge Zeit und da ist er schon wieder auf der Strecke. Eieiei, schon wieder gut Action hier drin heute, in dem heutigen Rennen. Und auch hier Magic Mike, schon wieder die schnellste Runde. 1:30, 7, 8, 4. Und hat sich schon 2,7 Sekunden hier von dem Bazooka abgesetzt. Bazooka mittlerweile auf der 2, der Teamkollege vom KC im Mercedes hat er hier den Plattenprinz überholt. Plattenprinz auf der 3. Der Lacris auf der 4. Und Spike, vielen Dank für dein Follow. Dann der Knecht auf der 5. Thorsten auf der 6. Auch hier super Lackierung hier von den HLG Jungs von Hot Lab Group. Wunderschöne Lackierung. Wenn ja was im Hyundai, auch wunderschöne Lackierung hier von den Jungs. Dann der Obi, Jan Kenobi. Der Kai. Der 9. Skyline auf der 10. Im Design.
mein Teamkollege leider ausgefallen, der Spike, da er auch Internetprobleme hat. Und der Charlie. Naja. Teamkollege hier vom Thorsten. Spider. Bob Vini zurückgefallen hier auf die 13. Und der Hedge hier nach seinem Motorschaden auf der 14 startet jetzt hier die Aufholjagd, aber das ist nicht so einfach. Ihr seht, die Fahrzeuge sind schon so weit weg. Aber Hedge wird hier alles geben, um hier wieder Anschluss an das Feld zu finden. Wir sind in Runde 5. Sekunden vor Bazooka. Der Mike. Bazooka. Der Teamkollege hier vom Kai. Oder nicht nur, der ist Kollege vom anderen. Wir haben beide die gleiche Lackierung. Oder ähnliche Lackierung. Deswegen ist ja ein bisschen nur Verwirrung, da die Lackierungen ähnlich sind. Prinz. Chris. Vom Hedge. Echter Teamkollege vom Spider. Oh, Teamkollege vom Charlie. Obi. Danke, Nobi. Müsste der Teamkollege vom KC sein, ne? Charlie vor Bobini. Der Hedge kommt langsam wieder näher. Also schauen wir mal, ob der Bob hier am Charlie vorbeigehen kann. Oh, und da ist wieder einer abgeflogen. Weiter. Hatte hier einen kleinen Ausritt gehabt, das richtig gesehen habe. Wir gucken noch mal in die Wiederholung. Ah ja, da dreht er sich weg. Aber kann das Fahrzeug hier auch gut abfangen. Auch keine Berührung mit der Leitplanke. Fahrzeug hier auch super wieder eingefangen und auf die Strecke zurückgebracht. Aber hat natürlich einen Platz gekostet gegenüber dem Bob Vini. Nachbauen. So. Und da ist der Plattenprinz dran am Bazooka. Wir gucken, ob Plattenprinz hier am Mercedes von Bazooka vorbeigehen kann oder nicht. Dahinter sind auch noch zwei Zweikämpfe hier zwischen Lakris und Knecht. Ich glaube bei Benja Bass und Thorsten genauso. Mal vorne, wie es hier vorne ausschaut. Hier Zehntel in der Bazooka der Plattenprinz. Lackbus und Knecht. 7/10 auseinander. Ja, das konnte sich hier auch absetzen. Und hier aus, da auch mal versuchen, Bob Vini hier am Skyliner vorbeizugehen. Und das schafft er.
Bob Vini, ihr habt es gerade gesehen hier. Am Skyliner vorbei. Sauber, schönes, faires Ruhemanöver. Und Skyliner hat hier den aerodynamischen Scheibenwischer am Start. Bob kann sich hier gleich ein bisschen absetzen vom Skyline. Barbie kommt auch langsam näher an den Skyline. Weiter. Auf 13. Der Hedge kommt langsam. Langsam kommt er näher dem Feld. Wie schaut es vorne aus? Mike nach wie vor auf der 1. Plattenprinz mittlerweile am Bazooka vorbei. Schon zwischen eine Sekunde wieder abgesetzt hier vom Bazooka, die beiden Teamkollegen hier auf 1 und 2, Mike und der Plattenprinz. Und da wird es auch knapp hier zwischen Knecht und Lacris. Lacris jetzt hier auf der Startzielgeraden aus dem Windschatten heraus sucht er hier am Knecht vorbeizugehen. Knecht kann hier aber noch mal die Nase vorn halten, kann hier seine Position verteidigen. Aber Lacris wird es auf jeden Fall weiterhin probieren, hier am Mercedes vom Knecht vorbeizugehen. Noch im Windschattenfenster drin. Da erneut seht ihr, wie dicht er hier dran ist. Aus der Heckkamera vom Knecht. Ah, da hat er sich ein bisschen verbremst. Jetzt muss er aufpassen, da kommt der Minja Bass und geht am Lacris vorbei. Ja, da hat er sich ein bisschen verschätzt. Muss er natürlich hier wieder gucken, dass er nach vorne kommt. Da kann der Knecht natürlich aufatmen. Hat hier natürlich jetzt Luft bekommen. Durch den Verbremser vom Lacris. Auch nochmal nach hinten. Bordini. Charlie auf der 11, der Skyline auf der 12, und der Spider auch sehr weit rausgekommen. Der aerodynamische Scheibenwischer vom Skyline an am Fahrzeug. Aber er ist am Charlie dran. Weiter eine Penalty hier am Start. Platz Nummer 13. Und dann der Hedge auf der 14. Kommt langsam. Ja, 11 Sekunden trennen ihn hier noch vom Rest des Feldes, sprich vom 13. vom Spider. Der gibt aber auch nicht auf, der bleibt dran an den Jungs hier. Die ersten drei können sich hier leicht absetzen vom Rest des Feldes.
Aber Pazuka hat aufgepasst, lässt die beiden hier nicht davonziehen. Wittert hier natürlich noch seine Chance. Und dann sind schon 5,6 Sekunden auf Platz 4 auf den Rest des Feldes. Da gab es Überholmanöver. Weiter vorbei am 99er. Am Skyline. Und jetzt versucht er sich natürlich auch noch den Charlie vorzunehmen. Auch nochmal schnell hier in der Wiederholung. Gab hier gerade Windschatten. Dann geht er innen rein und geht hier am Skyliner vorbei. Aber den Charlie hat er bis jetzt noch nicht gekriegt, aber er ist dran. Spannendes Duell hier auf den hinteren Plätzen. Jetzt versucht Spider hier am Charlie vorbeizugehen. Drei unterschiedliche Marken hier am Start. Nissan, Mercedes und Aston Martin. Da erneute Versuch hier vom Spider. Vorbeizugehen. Am Charlie, jetzt versucht es wieder hier auf der Startzielgeraden. Windschatten. Und nicht raus aus dem Windschatten. Versucht es außen erneut. Vor den Skyliner hier. Ja, aber jetzt ist natürlich der Charlie auf der Innenbahn. Und das reicht leider nicht. Und die Jenny, servus, grüße dich, herzlich willkommen hier im Stream. Und da ist er vorbei, da ist er vorbei gehuscht. Am Charlie. Der Spider. Und auch Skyline versucht, den Charlie hier zu überholen. Wir schauen hier nochmal. Oh, da hat er sich geschnappt. Hier hat er sich geschnappt. Aus dem Windschatten heraus. Auf der Außenbahn ist er hier durchgehuscht. So, dann gehen wir mal auf den Bob, der sich hier gerade den KC vorknüpft. Der geht um die Plätze 9 und 10. Natürlich noch mal den Windschatten sich zu holen von dem Mercedes und jetzt geht er raus. Aus dem Windschatten herausgefahren. Beide nebeneinander, leichte Berührung, bisschen andehnen, alles gut. Alles easy. Aber hat noch nicht gereicht für den Bob hier am Kai vorbeizugehen. Aber Bob Willi bleibt natürlich dran. Schöne, spannende Duelle hier. Auch auf den hinteren Plätzen. So, wie sieht es da vorne aus? Teamkollegen Magic Mike und Blood Prince. Auch sehr dicht zusammen, haben jetzt auch ein bisschen den Bazooka abgehangen. 2,7 Sekunden ist er hier weg. Wie schaut's aus? Bob ist wieder dran am Kai. Wow, da gab es eine kleine Berührung. Oder es sah nur so aus. Erneut aus dem Windschatten heraus versucht er hier erneut am Kai vorbeizugehen, aber Kai wieder auf der Innenbahn. Das reicht für Bob erneut nicht.
Kamera hier vorbei zu huschen. Der KC macht auch gut, der verteidigt hier sehr hart. Anstrengend seine Position, seine Position 7. Aber da ordentlich zu tun, ja, den Bob hinter sich zu halten. Kollege von Bob, der Minja Bass auf der 9, 6 dahinter. Auf der 10 haben wir den Spider. Oh, und da dreht er sich weg. Da dreht er sich weg. Uiuiuiui. Aber kann sein Auto abfangen? Na, schlägt ein. Schade. Schade, schade. Motorschaden hier vom Spider, nachdem er hier den Abflug gemacht hat. Ei, da wird er sich natürlich auch ärgern. Da kam er schon ein bisschen auf den Körper und da kam er zu weit raus. Versucht hier das Fahrzeug abzufangen. Aber schlägt dann auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanke ein. Eieiei. Das ist wieder. So, da haben wir den Mike. Vor dem Plattenprinz. Der 2 und dann schon 4 Sekunden Luft. Jetzt hängen sie hier den Bazooka. Jetzt ziehen sie sich hier gegenseitig. Das ist Teamwork, Teamarbeit. Da hat Auer auch 5,6 Sekunden Vorsprung vor dem Knecht. Aber kann hier das Tempo von den beiden hier vorne, von den beiden Aston Martin Piloten nicht halten. Auf der 5. Der Obi auf der 6. Vom AC und Bob Vini ist jetzt an beiden dran. Kann er sich doppelten Windschatten holen? Wir schauen, ob der Bob hier vorbeigehen kann. Doppelter Windschatten ist immer gut. Obi und Knobi. Und KC, die beiden Teamkollegen, machen jetzt hier die Strecke dicht. Eieiei. Und da, so Windschatten, da hat er ja auch schön geblockt, die Tür zugehauen vor der Nase. Machen hier beide die Strecke dicht. Hier, ja, versucht das mittendurch, huscht bei beide mittendurch. Aber was für eine Aktion, Wahnsinn. Das war wirklich Wahnsinn hier. In der Mitte durch beide durchgehuscht, durch beide Mercedes. Eieiei. Und der Teamkollege, der Minja Bass, ist auch da. Das müssen wir uns nochmal in der Wiederholung reinziehen. Das sah wirklich spektakulär aus. Wie er hier an beiden in der Mitte durchgeht. Aktion hier vom Bob. Die zwei KC und der Obi haben versucht hier die Strecke dicht zu machen und Bob eiskalt in der Mitte durchgefahren zwischen den beiden. Und jetzt ist natürlich auch der Minja Bass, der Kollege da. Zwei Teams hier. Oh, da gab es eine leichte Berührung zwischen KC und Minja Bass. KC konnte das Fahrzeug noch abfangen. Aber es ist Racing, es gehört dazu, ein bisschen anlehnen, alles gut, solange keine Schäden sind an die Fahrzeuge. Bisschen mit Brechstange, aber... Oh ja, und da findet er die Kontrolle. Oh, und fängt ihn wieder ab. Ja, ja, KC, der hat ordentlich zu tun hier, den Mercedes auf der Strecke zu halten, aber hat ihn nach wie vor abgefangen, ohne Schaden. Aber auch die Reifen sind schon ziemlich runter, Bob ist in die Box gegangen. Spannend, spannend hier. Und der Minja Bass ist jetzt auch vorne am Obi an Kenobi vorbeigegangen. Da geht Bob in die Box. Und Minja Bass versucht jetzt hier am
Obi vorbeizuhuschen und da geht er auf der Innenbahn, geht er vorbei an dem Mercedes. Schöne Überholmanöver. Schöne Rennaction. So muss sein, das wollen wir sehen. Schauen wieder nach vorne. Magic Mike nach wie vor auf der 1 vor dem Plattenprinz. Asuka jetzt schon 6,7 Sekunden hinter den beiden zurück. Auf der 4. Da Chris. Auf der 5. So, Kenya Bass haben wir gesehen. Auf der 6 hier an den beiden DPM-Piloten vorbeigegangen. Den Hedge. Sich mittlerweile wieder nach vorne gekämpft. Nach seinem Motorschaden. Ah ja. Kein war in der Box. Bob Vini auf der 11 nach Boxenstopp. Und ist jetzt dran am Thorsten. Oh, Odinson hier. Boah, Bob Vini. Bob vorbei. Am Tor, Odinson. Beide noch nebeneinander, aber jetzt hat er die Nase vorn. Geht hier als erster durch diese Kurvenkombi durch. Und jetzt geht es hier auf die lange Startzielgerade, wo er jetzt natürlich dem Hedge hinterher richtet. Obi an der Box, Kai an der Box. Beim Führungsduo aus. Ja, Phoenix dann auch an die Box. Wir haben gleich Halbzeit. Dann sieht das hier nach 1-Stop-Strategie bei den Jungs aus. Haben gut mit ihren Sprit und Reifen gehaushaltet. Gutes Reifenmanagement hier von den beiden. Hier beim Landprinz sieht man schon vorne links schon starke Mitleidenschaft gezogen der Reifen. Aber ich denke, die werden hier noch eine Runde fahren. So wie es ausschaut, ja. Fahren beide noch eine Runde. Pazuka. Ah, Pazuka geht in die Box. Echt? Wird auch noch eine Runde? Ja, 11 Sekunden hinter den beiden anderen zurück. Da Chris kann auch noch eine Runde, muss dann aber nach dieser Runde auch in die Box. Wenn ja was war in der Box, Platz 5 momentan. Der Bob auf der 8 Uhr jetzt hier am Hedge ist, wo gerade aus der Box rauskam. Ne, Hedge war nicht in der Box. Pazuka war in der Box. Hedge muss noch an die Box. Osten hat einen Schaden. Und links, schau, da hat er schon gehabt.
Dann der Obi auf 10. Barley hat sich jetzt zwischen die beiden gesetzt hier. Zwischen Obi und KC. Plattenprinz und Mike an der Box. Sieht's aus beim. Der geht auch an die Box. So, Lacris geht ebenfalls an die Box. Jetzt schauen wir mal, was macht denn hier was? Kann er sich jetzt hier den einen oder anderen holen oder nicht? Wie gut aus. Da geht er vorbei. Holt sich erstmal den ersten Platz hier. Der Menjabas. Aber Menjabas muss nochmal an die Box. Er hat hier eine 2-Stop-Strategie gewählt. Während die anderen hier nur auf 1-Stop unterwegs sind. Mike jetzt der zweite und Plattenprinz auf der 3. Ja. Echt. Auf der 5. Der Bob ist natürlich jetzt auch dran am Knecht. Ja. Geht ja hier. Am Knecht innen vorbei. Auch sauberes Überholmanöver hier. Vom Bob. Beiden ist er noch nicht gegessen. Echt versucht hier nach wie vor den Winnie wieder zu kassieren. Moment, ja, was an die Box. Hat somit seinen ersten Platz wieder hergeben müssen durch den Boxenstopp. Platz 4. Aber auch Bob muss noch mal die Box ansteuern. Somit sind Magic Mike und Plattenprinz wieder auf 1 und 2. Asuka auf der 3. Sekunden sind sie hier schon vom Bazooka wieder weg. So, wie schaut es da hinten aus? AC 1,5 Sekunden hinter Menjabas. Thorsten geht an die Box. Versucht nach wie vor am Vini wieder vorbeizugehen am Bob.
Zeit hieß. Nur standen noch 17 Runden. Leicht wieder lösen vom Knecht. Und dann 5,3 Sekunden auf Lacris. Ruby. Der Bass zwischen den beiden. AT. Dann haben wir den Hedge. Skyline. Muss nach hinten wieder Obacht geben, da ist es beinahe. Mal, ob der Spider den Skyline wiederholen kann. Sucht's außen. Da geht Spider vorbei am Skyline. Odinson, der Thorsten. Auf der 13. 8 Sekunden hinter Skyline und 14 Sekunden vor dem Teamkollegen, vor dem Charlie. Sogar schon 10 Sekunden hinter den beiden. Bob auf der 4. Hat sich jetzt 2 Sekunden lösen können vom Knecht. Und greift jetzt hier nach Platz Nummer 3. Wieder. Abstand immer noch gute 2 Sekunden hier auf dem Bob. Da vorne 1,3 Sekunden auf Bazooka. Jetzt eine Sekunde, er kommt immer näher. Da bleiben wir mal drauf, ob der Bob sich hier den dritten Platz holen kann. Ah, das sieht nicht gut aus, wenn man die Spritanzeige sieht vom Bob seinem Auto. Da muss er leider noch mal an die Box. Oder es ist ein Anzeigebug. Bob ist an der Box. Ist ebenfalls vorbei. Der Teamkollege, wenn ja Bass, Bob
Und jetzt vor ihm wird er wahrscheinlich wieder auf die Strecke kommen. Oder auch nicht. Da kommt er raus. Ah, kommt vor dem... Obi kommt er auf die Strecke. Ah, Obi geht doch vorbei. Aber wenn Bob gibt hier oder versucht zu kontern. Aber Obi ist doch noch vorbeigehuscht. Noch 13 Runden. KC. Leider hat sich jetzt schon 8 Sekunden abgesetzt hier vom Skyline. Muss aber auch noch mal die Box ansteuern. Im Skyline seinen Reifen vorne und wieder arg in Mitleidenschaft gezogen. Boston an der Box. Plattenprinz mittlerweile vorbei. Ab Magic Mike. Schauen wir mal, ob wir das hier in der Wiederholung sehen. Nee, da war er schon vorbei. So, mit Plattenprinz neuer Erster. Vor dem Teamkollegen. Gab es einen Platzwechsel intern zwischen Plattenprint und Magic Mike. Aber trotzdem beide noch 10 Sekunden vor Bazooka. Echt auf der 4. Lakris auf der 5. Der Bob ist wieder vorbei am Obi. Schauen wir mal, ob wir das noch sehen. Da war er schon vorbei. Die Katze geht ebenfalls an die Box. Jetzt muss das Spider auch rein. Und Thorsten bleibt in der Box. Hat wohl technisches Problem. Und hat somit das Fahrzeug in der Box abgestellt. Plattenprinz. 1,3 Sekunden vor Magic Mike. Sogar auf der 3. Echt auf der 4. Lakris.
Das muss auch nochmal die Box ansteuern. Das wird ihm nicht reichen, die 10 Runden. Bob auf der 7. Obi auf der 8, der Hedge auf der 9. AC auf der 10. Weiter auf der 3, auf der 11. Charlie auf 12. Und Skyline auf der 13. So, Odinson, Fahrzeug in der Box abgestellt auf Platz 14. Da kommt der Mike wieder ran an den Teamkollegen. Mal schauen, ob er sich hier den ersten Platz zurückholt. Ob es hier wieder gleich einen Wechsel gibt, teamintern. Aber wir sind im ersten Rennen. Noch ist alles offen für die Saison. Aber jetzt zeige ich euch mal eine starke Performance, die Jungs von HM. So, 11 Sekunden hier weg vom Drittplatzierten. Ja, den beiden näher. Da gerade Überholmanöver von Skyline gegen Charlie. Aber Skyline hat eine Penalty mit 1,3 Sekunden. Die muss er noch abbauen, dann bleibt sonst Charlie vor ihm. In der Wertung. Außer er kann sich absetzen vom Charlie. Blick in die Kamera vom Charlie und da sehen wir den Mike und den Plattenprinz anrauschen von hinten. Charlie versucht natürlich hier wieder Skyline zu überholen. Spannendes Duell hier auf den letzten Plätzen 13 und 12 und da hinten kommen die beiden HM-Jungs angeflogen. Jetzt wird es gleich blaue Flagge geben. Da ich sehe, blaue Flagge für Charlie und Skyline. Die Frontkamera vom Magic Mike ist jetzt wieder am Plattenprinz vorbei. Da gab es wieder einen Platztausch zwischen beiden. Hat sich hier den ersten Platz zurückgeholt. Teaminterner Platztausch zwischen Mike und Plattenprinz. Jetzt sind sie hier gleich dran an den beiden zu überrundenden Fahrzeugen. Blick zurück vom Charlie und sehen, weit sind sie nicht mehr weg, die Jungs. Und nach vorne das Skyline ist natürlich auch nicht weit weg. Die Jungs fahren natürlich auch ihr Rennen.
Aber Überrundung ist immer so eine Sache. Ja, dann immer noch die Penalty am Start. Jetzt kommen sie hier. Ja. Angerauscht, die zwei. Und Charlie geht gleich auf die Seite, lässt ihn hier gleich durch die beiden. Ist hier vom Gas gegangen, hat die beiden gleich passieren lassen. Wäre sauber Platz gemacht. Jetzt natürlich die Verfolgungsjagd auf den Skyline unterbrechen. Wegen der Überrundung. Dorfknecht mittlerweile vorbei am Bazooka. Kann das auch mal in die Wiederholung gehen? Vertan hat, da ist zu weit weg. Sehen wir leider nicht. Plattenprinz wieder vorbei. Durch die Überrundung. Und jetzt geben sie hier dem Skyline Lichthupe. Er ignoriert hier die blaue Flagge. Mal kurz in die Wiederholung, ob wir das hier sehen. Wo der Plattenprinz hier vorbeigegangen ist am Mike. Ja. Gab's das Überholmanöver. Jetzt der erste ist vorbei. Am Skyline. Ah, das werden wohl sich die Stewards genau angucken müssen. Er blockt hier den Mike nach wie vor, obwohl er die blaue Flagge geschwenkt kriegt. Und jetzt ist er vorbei. Am Skyline. Noch 4 Runden. Echt 13 Sekunden hinter Mike. Und 2 Sekunden vor Bazooka. Da Chris auf der 5. Auf der 6. Vor dem Hedge. Der Teamkollege vom Bob auf der 8. Aber hier im Bild. Wie? Auf 9. Hat sie. Auf der 10. Weiter der Teamkollege vom Knecht auf 11, 22 Sekunden vor Skyline.
und dann der Charlie auf der 13. Plattenprinz ist natürlich vorher am Mike vorbeigegangen bei den Überrundungsversuchen. Ja, oh, da kommt er weit raus, da kommt ein Auer, kann das Auto abfangen, kein Einschlag. Da hat er Glück gehabt, bisschen den Rasen gemäht hier. Frage ist, kann Mike hier nochmal den Teamkollegen überholen oder nicht? Drei Runden haben wir noch. Jetzt noch zwei. Beziehungsweise mit der drei. Schaut weiter hinten aus. Ein KC, 16 Sekunden hinterm Obi-Wan Kenobi, dem Teamkollegen. Weiter. Auf der 11. Skyline vor Charlie. Auf 12. Nummer 8 Sekunden, der Abstand jetzt wieder, wird wieder kleiner. Mike versucht jetzt natürlich wieder, hier sich den ersten Platz zurückzuholen und da fliegt der Skyline ab. Das Auto aber gut abgefangen, so wie es aussieht, kein Schaden. Wir schauen hier nochmal in die Wiederholung. War auf jeden Fall nach dem Quersteher aus. Aber das Auto ab, aber bloß ein kleiner Quersteher. Auto gleich wieder in die Spur gekriegt. So, jetzt, wie sieht es bei den beiden aus hier? Gibt es jetzt hier gleich wieder den Platzwechsel zwischen den beiden ersten Piloten? Zwischen Prinz und Mike. Saugt er sich ran im Windschatten. Wir sind in der vorletzten Runde. Jetzt hier durch die schnellen Kurvenkombi. Letzte Runde. Und wir werden schauen, ob das hier ein Fotofinish zwischen den beiden gibt oder ob der Mike hier nochmal vorbeigeht. Ist der Mike dran, versucht jetzt hier am Prinz vorbeizugehen. Wir bleiben natürlich die letzte Runde jetzt auf den beiden hier drauf. Ich bin echt gespannt, wer hier als erstes von den beiden über die Ziellinie geht.
kommt der Prinz sehr weit raus und das ist die Chance von Mike. Beide ineinander. Jetzt noch einmal durch die schnelle Kurvenkombi. Und dann die letzte Kurve, langgezogene Kurve, 180 Grad Kurve. Vorstartziel. Jetzt sind wir gespannt. Ah, sieht nach Fotofinish aus, oder? Ah, Plattenprinz gewinnt das Ding hier. Mai kommt auf zwei. Ja, die machen Fotofinish. Ja, beide über die Ziellinie. Plattenprinz als erster, Magic Mike als zweiter. So, dann kommt der Knecht als dritter. Skyline haut sich hier den Motor noch beat. Bazooka wird vierter. Hat hier gleich noch die gelbe Flagge ausgelöst. Lacris wird fünfter. Herzlichen Glückwunsch natürlich ans Podium. Und Anala. Jetzt kommt der Bob. Sechster. Der Teamkollege, der Minia Bass, wird siebter. Da kommt der Charlie Edge. Auf der 8 haben wir hier den Obi, Jan Kenobi. Auf Platz Nummer 9. Der Kai, KC, wird 10. Auch da herzlichen Glückwunsch für Platz Nummer 10 an den Kai. Und zu guter Letzt der Kollege vom Knecht auf der 11. Der Spider. Skyline wird 12. Charlie 13. Und der Thorsten wird noch als 14. gewertet. So, und das war's auch schon wieder mit dem Sofa Racer. Das erste Rennen der Gruppe 3. Wir gehen mit euch nochmal über das Rennergebnis. Nochmal kurz im Überblick. Da haben wir den Plattenprinz auf 1. Vom Teamkollegen, dem Magic Mike, bei dann der Knecht auf der 3, Bazooka auf 4, Lacris auf der 5, Bob Vini im Genesis hier auf 6, der Teamkollege Benja Bass auf der 7, dann der Hedge auf der 8, Obi auf der 9, KC auf der 10, Spider 11, Skyline 12, Charlie 13 und der Thorsten auf Platz 14. Schnellste Runde hier Magic Mike in der 5 mit einer 1:30.538. So, meine liebe Zuschauer, das war das erste Rennen der Saison 11 für die Gruppe 3 Liga B. Das nächste Rennen dann im neuen Jahr am 9.1. mit der Gruppe 4. Geht da wieder am Start und die fahren auf Sardena A mit 33 Runden. Und die Gruppe B seht ihr wieder am 16.01. Da wünsche ich euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest für die Zuschauer, die nicht mehr mit reingucken. Guten Rutsch, erholt euch gut, auch an die Fahrer. Herzlichen Glückwunsch nochmal für die Bootien. Und dann nächstes Jahr wieder mit vollem Einsatz dabei. So, ich will euch mal zum Kollegen rüberreichen. Zum Blackwill, der fährt auch GT-Sport. Was macht er? Nee, Musik macht er. Okay. Genau. Kann aber trotzdem mal rüber. Dann wünsche ich euch, wie gesagt, ein schönes Weihnachtsfest allen. Haut rein, bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Danke für den Follow, Spike. Und wir sehen uns. Mich seht ihr wieder nächste Woche Sonntag bei der WRX beziehungsweise bei der Hammer Time Finale von NTT E-Racing. Dann sage ich einen schönen Abend, haut rein, macht's gut, bis denne, euer Iceman. Ich hau euch mal rüber hier zum Blackwill.